Und wünsche einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Live Trading bei FX Flat mit Thorsten Helbig von Forex Pro Systeme. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. So, heute an einer Schnapszahl, 19.09.2019. Nichtsdestotrotz müssen wir uns den Risikohinweis ansehen. Bitte dieses Webinar nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen, dient nur zu Schulungszwecken und Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen. Ja. Okay. So, Thorsten, ich übergebe sehr gerne den Bildschirm und wünsche natürlich viel Erfolg, aber auch viel Spaß. Und heute endlich mal aus einer vernünftigen Stadt, habe ich gehört. Ja, so, probieren wir es mal. Jetzt muss ich mal gucken, was hier geht. Nee, geht leider nicht. Warum nicht? Mal gucken, ob das geht. Nee, geht auch nicht. Dann müssen wir es anders machen. Oh, ihr seht bei mir schon viel zu viel. So, dann machen wir das eben so. Ja, der Nelson meinte, wir machen das heute aus einer vernünftigen Stadt. Also wer mal wissen will, wo Nelson wohnt, ich glaube hier drüben, ich kann das jetzt leider nicht größer machen, ich glaube hier drüben oben wohnt Dirk irgendwo, aber er scheint nicht zu Hause zu sein, wenn man so auf den Balkon guckt. Und ich glaube hier oben turnt Nelson gerade irgendwo rum. Ja, fast. Einen wunderschönen guten Morgen von deutschem Boden aus Köln. Ich habe schon viele, viele Sachen erlebt. Ich habe schon viele Sachen gesehen. Ich habe schon viele Arbeitsplätze genießen dürfen. Na, guck, hier joggt sogar einer. Die Mütze vorbeirennen sehen. Ich habe schon viele Arbeitsplätze genießen dürfen, aber das hier ist heute wirklich ein Traum, wenn man auf den Rhein guckt bei Sonnenuntergang und zuschauen kann hier, wie die Schiffe durch den Nebel ziehen. Es ist ein Traum. Aber das ist auch das, was den reisenden Händler, glaube ich, ausmacht. Und jetzt werden wir mal die Webcam hier beenden. Genau. Zack. Weil jetzt brauche ich euch als zweiten Bildschirm hier. Das ist viel wichtiger. Sonst kann ich gar nicht sehen, was ihr mir so alles erzählt, was ihr so alles an Fragen stellt. Dann können wir nämlich hier auch ein bisschen durch die Charts pflügen. So. Fragenfenster raus und beiseite schieben. Sonnenaufgang, ja. Für dich ist das noch Sonnenuntergang, oder? Sonnenaufgang, du bist blendet. Fürchterlich. So. Aber kümmern wir uns mal ein bisschen um die Charts hier, ne? Ich mache jetzt den hier mal klein. Fragenfenster haben wir. Ach so, habe ich Sonnenuntergang gesagt? Echt? Gut. Nein, wir haben einen herrlichen Sonnenaufgang. Der Rhein dampft. Der Rhein dampft wie verrückt. Ich habe sowas noch nie gesehen. Wenn man hier rausguckt, wirklich ein gleißendes Licht getaucht. Es ist ein Traum für jeden Fotografen eigentlich ein Muss. Schade, dass ich hier Nelson unterhalten muss heute früh, sonst hätte ich mich lieber draußen hingesetzt. Ne? Guten Morgen in die Runde, guten Morgen nach, ach nee, nach Hongkong. Ich glaube, er ist nicht in Hongkong, ich glaube, er ist in Deutschland. Der Lutz ist auch wieder zurück. Wir kümmern uns ein bisschen oder kurz um die Charts. Und damit möchte ich starten mit
einer Geschichte, die ich recht kurz machen werde. Wir haben gestern in unserem Blog geschrieben, man kann es auf Facebook bei uns bei den Paternostern im Paternoster Club nachvollziehen, haben wir gestern Abend noch zwei Sachen eröffnet und noch zwei Sachen bekannt gegeben. Wir haben gesagt, den DAO, den ich überhaupt nicht mag, gar nicht so richtig, der DAO soll bis an die 27.177. Und gesagt, ich schmücke mich nicht mit fremden Lorbeeren. Die Marke hat mir der liebe Dirk geflüstert und wir haben sie in einem sehr langen Telefonat vor ein paar Tagen auseinandergepflückt. Vielleicht lerne ich den DAO ja auch mal kennen. Ist ja denkbar. Vorher konnte man hier DAO Pro bis ins Ziel, bis auf den Tick handeln, wenn man das wollte. Es war eine harte Nummer zum Zinsentscheid hier und dann ist er noch runter an die 26,9, um dann die 300 Punkte nach oben, die 27,177 zu machen. Und wenn man sich das anguckt, das High ist genau bei 27,177. Bei dem Paternoster haben wir genau diese Marke auf den Tick. Danke, Dirk, auch wenn du wahrscheinlich noch in der Hängematte rumhängst. Also 27,177, wer diese Position handelt oder gehandelt hat und dort sich verewigt hat, Stops über die 27,2, die sollte nicht mehr kaputt gehen und sollte auch jetzt extrem halten. Wir hatten gestern Mittwoch, Mittwoch ist Korrekturtag und Korrekturtage geht es in der Regel ja dann in einer Shortwoche nach oben. So, jetzt schauen wir uns das ganze Ding mal an. Wir haben am Freitag hier geschlossen. Ich runde die Nummern. Ich bin da. Muss ich erstmal noch mein Outlook hier beenden. Zack, sonst werden wir jetzt hier zugeballert mit irgendwelchen Spams. Gut. Wir haben am Freitag hier bei der 12.450 haben wir geendet und haben das Gap nicht geschlossen. Wir sind einmal hochgelaufen bis an die 24. War für mich eine ganz ärgerliche Kiste, weil wir haben auch bei uns im Club oder bei uns bei den Forex Prolern haben wir bei Eröffnung letzte Woche Freitag, wir haben erst geschortet am Freitag früh bei 12.477. 12.477, hier oben haben wir die Nummer geschortet, haben am Freitag bei 12.455 haben wir einen Teil der Position geschlossen mit 22 Punkten und den Rest direkt am Sonntagabend bei Eröffnung hier bei 12.402. geschlossen, so dass sie die Woche ganz gut starten konnten mit 75 Punkten auf der Habenseite zu verbuchen. Dann waren wir ein bisschen mutig. Ich habe die Bewegung hier gesehen, hier unten gestartet, ganz kurz runter, dann hoch und dann war ich der Meinung, okay, das Gap macht er ziemlich schnell zu. Haben dann bei 12.402 die Position gleich gedreht und diese auch nachts gepostet. Über Slack und über Facebook konnte man das bei den Paternostern nachvollziehen. Angedacht war, den Stop bei 12.425 Break-Even zu ziehen. Und wir haben das High bei 12.423,05, also ein bisschen zu schwach. Und somit mussten wir diese Position mit 15 Punkten Verlust in der gleichen Nacht noch ändern. Und so blieben von den 75 Punkten nur noch 60 nach. Das mal vorneweg geschickt. Wir haben dann am Montag früh bei 12.410 wieder geschortet. Dann ist er hier runtergelaufen bis an die 12.000, knapp über die 12.300. Dann haben wir die Stops Break Even gezogen. Und das Ding ist gestern nachher hier rausgeflogen. Der gestrige Tag hier ganz klar von gestern Morgen gestartet, hier der Korrekturtag,
Das Gap haben wir fast zugemacht. Wenn so ein Gap nicht vollständig geschlossen wird, dann spricht das in der Regel dafür, dass die fallenden Kurse sich fortsetzen. Diese Nummer hier, heute Morgen um 3, wurde dann, das mache ich jetzt mal ein bisschen größer, eine Lutz nur für dich. Ihr müsst wissen, Lutz ist über 30, knapp über 30. Sitzt wahrscheinlich noch von Las Vegas, kommt mit der Sonnenbrille vorm Rechner und kann dann morgens immer ein bisschen schlecht gucken. Dann nehmen wir ja gerne Rücksicht drauf, ne? Und so, und deswegen die Kerze ein bisschen größer. Wir haben dieses Szenario hier gestern schön sauber mit einem, gestern Nacht mit einem Engulfing beendet. Ich habe gestern Abend noch im Blog geschrieben, dass wir shorten können, neuer Start, wenn wir eine Umkehrformation kriegen und hier in diesem Bereich nochmal reinlaufen. Bedingung ist eine Umkehrformation. Zweite Bedingung ist Stops über 12,450, wenn man hier startet. Hier in diesem Bereich starten müssen die Stops über die 12,450. Alternative ist für die Jungs, die das noch nicht so wollen und sagen, warum soll ich jetzt da unten starten, wenn es doppelt 12,450 geht, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja auch da, dass er bis an die 12,450 läuft. Das sehe ich anders. Die 12,450 hat für mich inzwischen eine viel geringere Wahrscheinlichkeit. Dazu ist er hier drinnen zu oft gescheitert. Sondern ich starte dann solche Nummern dort. Wo haben wir die? Lass uns mal gucken. Da haben wir einen Teil gestartet und da haben wir einen Teil gestartet und dort oben liegt der Stop und die Positionen hier laufen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er noch hier hochläuft, ist noch nicht gebannt. Erst wenn wir Schlusskurse unter 12.300 haben. Und da wir hier wieder ganz gut reingekommen sind, können wir auch die Stops dort oben lassen. Stunden Schlusskurs unter 12.300. Eher werde ich diese Stops jetzt nicht anfassen. Die Gefahr, dass wir sehr tief fallen, schauen wir uns das mal hier an. Die Gefahr, dass wir sehr tief fallen können, ist recht groß. Vor allen Dingen dann, wenn wir hier drunter fallen. Wenn wir jetzt keine neuen Hochs kriegen, das heißt, wir laufen nicht über die 12,5. Immer Schlusskurse gerechnet. Wir laufen nicht über die 12,5. Aber wir kommen mit dem Schlusskurs unter die 12,3. Dann dürften wir es gepackt haben. Und dann dürfte dieser Move, der von hier unten, von der 11,4 kommt, Entschuldigung, der von hier unten von der 11,4 kommt, der dürfte dann auskorrigiert werden. Auf jeden Fall. Da haben wir eine faire Chance, bis hierher zu laufen. Und dann sind wir bei der 11,838. Wir sind wieder an der 11.840, altbekannte Marke. 11.840, das sind mal bummelig 550 Punkte, die kann man mitnehmen. Ufbas.de an der 11.69 und selbstverständlich an der 12.100 beziehungsweise knapp darunter. Diese Bereiche, diese Marken sind hier zu beachten. Also, unser Regelwerk, mein Setup ist hier in diesem Fall Short 12.410. Die Positionen von 12.410 sind mit Stops über 12.450, besser 12.455, 12.460 abgesichert. Diese Positionen bleiben im Markt, bis wir unter 12.300 fallen.
Jetzt sagt der eine oder andere, so wie ich das eben schon mal angedeutet habe, warum so ein beklopptes Regelwerk mit den Stops da oben, wenn er da hochlaufen kann, kannst du ja da oben auch shorten. Sicher kann man das tun, dann ist dein Regelwerk aber nicht Short von 12.450, sondern dann müsste dein Regelwerk erstmal sein Long bis 12.450 und dann neu zu schauen. Meins ist es nicht. Ich bin und bleibe Bär, solange wir keine neuen Hochs kriegen. Wenn ich Bär bin, dann bleibe ich Bär und werde eventuell ein bisschen scalpen, wenn sich das tagsüber ergibt. Finde ich jetzt nicht scheiße. Doch, wo haben wir ihn? Da. Wollen wir ganz kurz den Ton wegdrehen? Das ist so, wenn man den ganzen Abend draußen sitzt, an der frischen Luft. Dann kann schon mal das Näschen ein bisschen belastet werden. Ja, das ist nicht von dem anderen Zeug, was hier in Köln verkauft wird, was sich andere hier mit der Kreditkarte klein machen. Es ist eine ganz normale Erkältung. Okay, also hier brauchen wir nicht lange rumeiern. Wir sehen sogar hier in 4 Stunden eine schöne Umkehrkerze. Gestern Nacht den Spike nach oben, eine schöne Umkehrkerze. Also sind wir mit unseren Stops dort oben sehr gut platziert. Und die Marken hier unten, hier drunter, die würden das ganze Szenario extrem verstärken, so dass es dann auch Spaß macht, da runter zu eiern. So, Schlusskurs gestern, den müssen wir uns jetzt noch angucken. Ja, komm her. Schlusskurs gestern Abend 12.413, 12.410. Bis dahin kann noch laufen. Wer also ganz, ganz vorsichtig ist, kann noch warten, bis er nochmal an diese Marke, an die 12.410 läuft und diesen Fake, diesen Fehlausbruch hier eventuell noch etwas neutralisiert, weil genau da in diesem Bereich liegt auch unser Fibo. Also bis dahin dürfte er rein theoretisch auch laufen. Sind Fragen dazu? Also ihr könnt natürlich selbstverständlich alle Fragen mitbringen, die ihr habt, ne? Weil wir sehen uns ja morgen, glaube ich, mit fast allen beim Stereo-Trader Day hier in Köln, ne? Oder? Wie nein? Falsche Antwort. So. Okay, dann sieht man sie, kommt ein Teil auf jeden Fall zum Stereo Trader Day. Also ganz ehrlich, wenn ich wüsste, ne, wenn ich jetzt ihr wäre und ich wüsste, da kommt ein Nelson Cardoso Neto und ein Thorsten Helbig, dann und mich entscheiden müsste zwischen einem Stereo Trader Day und zwischen einem frischen Pilz im Biergarten, ne, ich glaube, dann würde ich den Stereo Trader Day sehr vermissen. Also, ich hoffe, ihr kommt recht zahlreich. Wer nicht kommt, der kriegt auch keinen Kaffee. So. Was auch heißen kann, wer kommt, der kriegt auch keinen, ne? Hier, diese Marken, wie gesagt, 38er Fibo, drauf achten die 02, 09 und die 16, die könnten heute Morgen nochmal ganz kurz angelaufen werden. Vielleicht zur Eröffnung des Kassamarktes muss man sehen, ob die nochmal leicht tangiert werden, aber im Moment ist wirklich alles abwärts gerichtet. Wir sehen es hier,
in der Nacht am Sonntag. Wir sehen hier den Montag. Der Dienstag hat sich ein bisschen neutral verhalten. Mittwoch der Korrekturtag. Und jetzt sollte es Donnerstag und Freitag weiter Richtung Süden gehen. Das ist mein Blick, was nun mit dem Fibo. Lutz, mein Schätzelein, du kriegst ja von mir fast alles. Wenn du mir nachher eine Mail schickst, würde ich dir das Ding sogar schicken. Ne? Ja, der ist schön, ne? Sieht man alles viel besser. Kann man schöne Farben einteilen und so und kann man viel besser erkennen. Okay, werfen wir einen Blick auf den Euro. Hier habe ich ein bisschen was vorbereitet. Und zwar haben wir ja gesagt, Euro pro, alles ganz gut und schön. Wir handeln im Moment sehr viel nach Zielbereichen. Und wenn wir nach Zielbereichen gestartet sind, dann werden wir diese ganze Geschichte nach Euro pro aufstocken. Der Start war vorgestern bei 1,0990. 1,0990, auch im Blog, ich glaube sogar bei Dirk im Blog nachvollziehbar. 1,11,099 hatten wir angekündigt, wollen wir long. Und kurz danach, wenige Minuten danach, hat er das Tief gemacht bei 1,0990. Sehr schön, diese Geschichte. Die haben wir dann einen Tag später, am Dienstag Nachmittag im Webinar, bei 1,1022 aufgestockt. Wir haben hier bei der 24, bei vier, hier an der 23,24 nach dem ersten sauberen Lauf hier hoch, haben wir die Hälfte der Position rausgeschmissen. Damit war ein Tagesziel gesichert. Nahmen wir das im Webinar, haben wir dann aufgestockt. Wieder bei der 22, haben die dann hochlaufen lassen und diese Positionen sind gestern bei der 49 geflogen. Nachdem wir gestern Morgen angekündigt haben, dass wir an die 52 wollen. 52 war gestern unsere Marke für den Entry. Und kaum hatten wir es geschrieben und veröffentlicht, hat er das Low gemacht bei 1,1049, also 3 Punkte tiefer gefallen, hat dann den ersten Rücklauf, aber hat dann alle Positionen bei der 49, weil da waren sie abgesichert, haben wir auch geschrieben. Bei 1,1049 sind alle Positionen geflogen. Das heißt, die von der 1,0099 kommt, ist dort geflogen. Die von der 1,1022 kam, ist geflogen. Das heißt, die eine mit 59 Punkten, die hier mit 27 Punkten und die von der 52 kommt mit 4 Punkten Verlust. Also im Schnitt haben wir hier bis gestern Nachmittag gute 80 Punkte rausgeholt. Plus die Geschichte im DAX sind wir im Moment diese Woche alleine bei über 150 Punkten. Bei einem Wochenziel von 50 Punkten kann man den Rest der Woche entspannter angehen, was wir auch tun wollen. Ne? Wer ist dabei mit dieser Woche wenig tun? Das kriege ich gleich von Nelson was an die Ohren und kriege wahrscheinlich morgen die goldene Nadel als Umsatzbremse. Wenn er mir die verleiht, kriegt er dafür die goldene Kralle. Wo kam die? Sag lieber nix. Wo kam die 52 her? Gucken wir uns gleich mal an. Die 52. Wie hast du das Tief bei 1,1090 gefunden? Würdest du das bitte erklären? Nein, ich kann es aber erklären. Wo denkst du, geht der Euro hin? Okay. Dazu müssen wir mal ein kleines Stück zurück. Und mal gucken, wie weit wir überhaupt zurückgehen können. Machen wir es mal so.
Und jetzt muss ich hier mal schnell ein paar Sachen rausnehmen. So. Es ist alles ein bisschen klein hier. Kann das sein? Ich muss das ja auch so machen, dass Lutz das erkennt. Das ist sonst immer ein bisschen schwierig. So. Wir haben die Zielbereiche, die wir ja uns festlegen, haben wir hier. Ich muss es mal fairerweise, ich mache es mal so, dass es, ich mache mal eine LL hier rein, ne? Okay? Jetzt könnt ihr raten, was LL ist. LL ist eine Lutzlinie. So, wir haben hier unsere Zielbereiche, die 92 und die 88, 88, 5, 89. Da haben wir unsere Zielbereiche und diese Zielbereiche werden in der Regel ziemlich genau angelaufen. Daher habe ich die 1,099. Ich habe gesagt, 1,099 muss man sich anschauen. 1,0988 war das Maximum. Mehr wollte ich nicht zulassen. Und dann ein bisschen Luft dazu. Dann ist man bei der 1,099. Wenn man Europroler ist, dann weiß man sowas. Wenn man das nicht ist, weiß man es nicht. So. Und jetzt muss ich hier ein bisschen was zusammenschieben. Bupp. Weil, und die schalten wir jetzt mal aus. Die Linien, die 90 habt ihr verstanden, ne? Natalia, die Zielbereiche, wo die herkommen, die kommen von mir. Meine Entdeckung im Jahre 2009. So. Wenn wir solche Moves haben, wie wir hatten, zack, dann haben wir oft das Phänomen, dass wir mit den Marken nicht weit laufen. Und damit haben wir da die 1,1042. Bupp, die nehme ich jetzt mal raus. Gut. Und jetzt versuche ich mal raus zu kristallisieren. Wenn wir das richtige Datum finden. Um die 90 hier nochmal. Wir haben hier die Zielbereiche bei der 88, bei der 89 und wir hatten knapp darüber das Tief. Und wenn man so ein Tief hat, kann es passieren und die Wahrscheinlichkeiten sind recht hoch, dass er dann hier ein nachlaufendes Tief macht. Er hätte ja ruhig bis zu 88 oder 89 laufen können. Wenn ich bei 90 rein will, ist das ja überhaupt kein Problem. Dann bin ich immer noch bei 2, 3 Punkten Risiko. Wir haben dann diese Geschichte im 1 Minuten. Mal gucken, ob wir das jetzt im 1 Minuten überhaupt hinkriegen hier. Komm her. Da. Da ist das erste Tief. Und da. Da haben wir das zweite Tief. Das ist ein sogenanntes nachlaufendes Tief. Und wenn man sich diese Nummer nimmt und dann in den 1-Minuten-Chart geht, dann sieht man die Nummer ganz klar hier unten, ganz kurz das Spike darunter und darüber direkt einstoppen lassen. Machen wir mal wieder eine Lutz-freundliche Größe. Da.
So, und wenn man dann diese Kerzenformation hier beobachtet, dann sieht man, wir haben ein bullisches Engulfing und dieses bullische Engulfing, tut mir leid, muss ich handeln. Wenn ich mache die Linien jetzt mal als Entries und als Stops, dann habe ich da drüber den Entry über diese Kerze und kann meinen Stop, komm her, da drunter legen. Fällt euch was auf? Wir haben ein Risiko von 3 Punkten. Selbst wenn ich noch ein Spread dazu rechne, habe ich ein Risiko von 4 Punkten. Und wir hatten ein Mindestziel von, wer weiß das Ziel noch, weil welches wir oben hatten, welches Ziel haben wir da oben kommuniziert? Das hast du richtig verstanden. Die Zielbereiche werden in Euro pro angezeigt. Das sind meine. Richtig, wir hatten nach oben Maximum die 52 als erstes Ziel, nicht die 1,24, aber die 1,1024. 1,24 wäre schön, Lutz. Dann hätte ich ja drinnen bleiben müssen. 1,1024 war unsere erste Marke. Zack. Hier. Da ist die erste und da oben war die zweite andere Richtung. 1,1024 hier oben, das waren unsere Marken, die wir erreichen wollten. Erste Marke. Zweite Marke, dritte Marke, das waren die, die wir Minimum erreichen wollten und dann konnten wir auch die Geschichte sauber zum Teil beenden, für den Rest der Position den Stop auf Break-Even und dann laufen lassen. Weil dann ist man nämlich ganz gespannt. Machen wir mal ein Rechenexempel. Ich habe das ja letzte Woche schon mal mit Bolle gemacht. Ich mache das jetzt mal mit Nelson. Ich hoffe, Bolle sitzt daneben, weil ich glaube, der hat das vor 2 Wochen auch nicht verstanden. Einfache Geschichte. Tagesziel 12 bis 15 Punkte. Richtig? 12 bis 15 Punkte ist ein Tagesziel. Wenn mein Mindesttagesziel 12 bis 15 Punkte ist und ich komme hier unten von der 90 und ich bin hier oben an der 24, dann bin ich 34 Punkte oder 32 Punkte vorne. An der 22 bin ich 32 Punkte vorne. Wenn ich dann die Hälfte der Position rausschmeiße, 32 Punkte durch 2, weil die halbe Position sind 16 Punkte. Das heißt, ich kann da oben ganz entspannt aussteigen mit der Hälfte, sichere den Rest hier unten Break-Even ab und alles, was die zweite Hälfte mir bringt, es ist ja nur die halbe Position, aber alles, was mir diese Position bringt, kann ich nochmal zur Hälfte oben draufschlagen. Wir sind ja dann hier bis gestern bis zur 49 gelaufen. Von der 90 kommen 59 Punkte. Das sind nochmal 24,5 Punkte. Plus die 16 Punkte sind wir schon bei 40 Punkten alleine im Euro. Plus die Nummer von der 22 kommen, die wir am Dienstagnachmittag dann gehandelt haben. Schauen wir uns mal den Dienstagnachmittag an. So, wir müssen die Webinarzeit finden, weil wir haben es im Webinar gehandelt. Da. Genau hier haben wir mit einer Limit gearbeitet. Wir haben gesagt, diese Kante hier sollte er nochmal anlaufen. Wir haben genau hier mit einer Short Limit gearbeitet, nach dem Fake nach oben, mit einer Long Limit gearbeitet, hier an der 22. Und die hat er dann abgeholt und ist dann durchmarschiert bis hoch in den 70er Bereich. Und auch die wurde gestern, das war auch nur eine halbe Position, und die wurde dann gestern auch bei der 49 beendet. Also nochmal 13 Punkte drauf. Und damit waren wir gestern Mittag mit unserem Wochenziel von 50 Punkten genau auf der richtigen Seite und konnten das Ding ganz entspannt angehen. Deswegen brauchen wir uns hier jetzt auch nicht
heiß machen, auch nichts überstürzen, sondern wir konzentrieren uns. Komm mal her, Mini. Jetzt macht ihr mir das Bild klein hier, warum? Okay. So, und jetzt haben wir auch unsere Marken für heute. Die habe ich auch schon mal. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Ne? Passiert da noch nicht so viel. Vorbereitet für heute habe ich hier oben diese Marke. Ich weiß gar nicht, warum die jetzt hier. Ich mache sie nochmal neu. Bei der 49 soll sie hin. Da. So bereite ich mir meinen Chart vor. Wer weiß, was wir so tagsüber machen, wir reisen sehr viel, wir fahren sehr viel. Also heute nur nicht. Heute muss ich mich seelisch und moralisch auf den Tag morgen mit Nelson und mit Dirk vorbereiten. Das ist schon schwer genug. Ich habe heute Nachmittag 3 Therapiestunden und 2 morgen Nachmittag. Die werde ich auch brauchen. Orkan und Heiko sind ja auch noch da. Das wird eine harte Zeit. Wir haben hier unseren Zielbereich, unseren Euro pro Zielbereich. Zack. Der uns dazu bringen könnte, in Kombination mit Fibo, da, wenn er jetzt hier hochläuft, und mir hier oben in dem Bereich 1,1049, 1,1047, genau in diesem Bereich, wenn er mir hier oben in 5 Minuten eine Umkehr bringt, dann werde ich diese Umkehr handeln, und zwar short. So, und das machen wir mal hier mit einer Short Limit. Und zwar mit 2 Punkten Rücklauf. Okay? Wenn diese gegriffen hat, gehe ich davon aus, wir laufen bis hier runter. So, da haben wir es ja. An die 23. Das wären 26 Punkte. Hier unten an der 23 fliegt auf jeden Fall die Hälfte raus. Ich werde mir das Spiel ganz genau, ich werde hier unten Alarme hinlegen, werde mir das Spiel ganz genau angucken und werde diese Position bei 1,1023, spätestens bei 1,1012 auf Long drehen. So, die Short hat sogar schon gegriffen. Ich hatte meine Short Limit, also die Sell Limit hier ganz knapp hier drunter gelegt, unter die 46, die hat er jetzt sauber gegriffen mit dem Spike nach oben. Schöne Geschichte. Jetzt kann das Ding laufen. Ich lege hier keinen TP hin, sondern ich würde hier unten mit einer Long Limit arbeiten und die als Reverse. Fertig. Und das gleiche Spiel mit 2 Punkten Limit Pullback. Da wir da unten sind und ein bisschen Polster haben, gehe ich da auf 4 Punkte Limit Pullback. Diese ganze Geschichte lasse ich laufen, bis ich die Chance habe, den Stop Break Even zu ziehen. Und diese Nummer mache ich bei 12 Punkten. Also, Start der Position, um das mal zu verdeutlichen, da kommen wir bei 46. 1,1046 der Start. Ziel ist Minimum 23, also 23 Punkte, besser sogar die 1,1012. Das schaue ich mir aber an. Wenn er hier unten den Stop of Break Even zieht, würde ich mir das Spiel angucken, hier unten die Limit sogar ein tiefer zu ziehen.
Es kommt mit Sicherheit wieder die Frage, wie kommst du jetzt gerade auf die 23 und warum bevorzugst du die 23 und nicht die 12? Wir wollen ja den Chart kennenlernen, wir wollen uns ja in die anderen Händler reindenken. Richtig, richtig. Zack. So, wenn ich mir dann diese gesamte Bewegung anschaue und hier einen Fibo drauflege, dann sehe ich, dass die 12 eher unwahrscheinlich ist, aber die 23 wird wahrscheinlicher. Und genau deswegen werde ich das da unten ins Auge, werde ich diese Position da unten ins Auge fassen. Nein, ich will den Lutz überhaupt nicht ärgern. Wenn ich Lutz ärgern will, mache ich die Zahlen klein und die Kerzen klein. Lutz muss heute beschäftigt werden. Lutz hat Jetlag. Und Jetlag ist was Ekliges. Ich kenne das. Immer wenn wir von Kanada vom Angeln kommen oder kamen, dann haben wir uns vorgenommen, jetzt schön auszuschlafen und dann haben wir nachts halb drei auf dem Teppich gelegen und haben Fotos sortiert. Jetlag ist eklig. So, was sehe ich da? Active Trades? Wo? Ich handle bei FX Flat und nicht bei Active Trades. Außerdem rede ich nicht schlecht über Konkurrenz. Nee, Konkurrenz gibt es ja nicht. Nee, Nelson, es gibt keine Konkurrenz, es gibt nur chancenlose Mitbewerber, ne? So sagst du. Und die werden gekauft. So, damit haben wir den, ich glaube, den Euro, habt ihr das verstanden, warum ich heute nicht die 12 bevorzuge, sondern die 23 bevorzuge, warum ich jetzt hier shorte und nicht, also die Long-Position bevorzuge hier oben, aber shorte, um die Position hier unten zu drehen. Ist das verständlich? Wir haben auch keine weiteren Positionen. Alle Positionen haben wir gestern rausgeschmissen oder sind gestern gefeuert worden bei der 49. Und mit dem Polster im Rücken kann man sich auch ein paar Sachen erlauben. Wenn ich eins am Rande bemerken darf, wir veröffentlichen unsere Wochenperformance seit 1. August jedes Wochenende in unserer Mail. Es ist schwer, das alles mit einzelnen Werten zu machen, aber wir jetzt sagen, welches Datum, wann wir was wo gemacht haben. Und wir veröffentlichen ausschließlich Positionen, die wir entweder vorher bekannt gegeben haben, egal wo, ob nun im UFBAS oder bei den Paternostern oder bei Dirk im Blog oder im Webinar. Was ich in öffentlichen Webinaren erzähle, muss man ja nicht nochmal abtippen und dann auch überall noch hinjagen, sondern jeder hat ja die Chance, am Webinar teilzunehmen. Wir reden immer nur von Positionen, die wir öffentlich bekannt gegeben haben, die wir vorher bekannt gegeben haben. Ich kann es auf den Tod nicht leiden, wenn so ein Klugscheißer sich irgendwo breit macht und sagt, guck mal hier, was ich vorgestern Tolles gemacht habe. Super. Das habe ich als Baby gemacht. Wenn ich vom Topf aufgestanden bin, vom Töpfchen aufgestanden bin und Papa mir den Hintern sauber gemacht hat, guck mal, Mama, was ich hier Tolles gemacht habe. Ist aber nicht mehr frisch. Diesen ganzen Kram brauchen wir nicht. Ich glaube, wir brauchen hier Sachen, wo man vorher drüber redet oder es live präsentiert und einfach sagt, pass auf, das mache ich. Alles, was wir sagen, alles, was wir tun, wir labern nicht, wir machen. Dirk hat das neulich in dem Kommentar sehr sauber erklärt. Wir machen. Für die Paternoster wäre es schön, wenn du die Position aus dem Baby kurz in die, ja, das ist manchmal etwas schwierig. Ich weiß, der eine oder andere möchte das ganz gerne, dass wir die danach noch irgendwo zusammenfassen. Ich habe mein Sprachtool noch nicht so weiter. Das verwandelt Sprache in Schrift und das, ja. Bei meiner Aussprache, bei meinem Dialekt macht er manchmal Scheiße. Und dann ist es schwierig, das dann so zu formulieren und alles zu tippen mit einem Zweifinger-Suchsystem oder im Adlersystem, mit einem Zeigefinger über die Tastatur kreisen, um eventuell in 3 Minuten das A zu treffen, ist das immer ein bisschen schwierig. Aber, Lutz, für dich mache ich fast alles. Deshalb schreibe ich das sogar groß.
Okay, also Euro Short von hier oben bis hier runter, hier unten an der 23 werde ich versuchen zu drehen. Geht der mit einem Spike ziemlich tief, geht der Stop unter die 12. Macht er hier an der 23 gleich eine Umkehrformation und dreht meine Short-Position auf Long, macht sofort eine Umkehrkerze, würde ich wieder direkt über der Umkehrkerze aufstocken. Marschiert er weiter nach unten durch, kann es auch passieren, dass ich hier ausgestoppt werde. Dann gebe ich von den 23 Punkten hier 10 Punkte ab, dann bleibt ein Tagesziel von 13 Punkten immer noch übrig. Und dann nehme ich den nächsten Anlauf hier unten an der 12 und mache die gleiche Nummer nochmal. Das ist mein Ansinn, das ist mein Ziel, das ist mein Plan. Und hier im DAX habe ich meinen Plan bekannt gegeben. Stops müssen über die 50, idealerweise irgendwie auf die 55 bis 60. Und von da aus will ich runter bis in ganz tiefe Gefilde. Die Marken haben wir unter der 12.288 oder 12.300. Wird massiv aufgestockt. Wenn wir dann unter der 12.000 landen sollten, wird massivst aufgestockt. Dann würde ich sogar sehen, die Position zu verdreifachen, um dann Minimum die 11.840 hier unten zu erreichen. Hier unten die Linie, die muss sowas von dick und fett da rein, dass man wirklich eine Kopfnuss kriegt, wenn er da hinläuft. Sollte der durch diese Nummer, durch die 11.840 durchmarschieren, das nächste, Achtung, 11.57, wenn die bricht, dann heißt es Gute Nacht, Marie. Wir haben genau letztes Jahr um diese Zeit, ich kann das ja mal machen, oder? Ich habe bei Dirk im Blog und so habe ich eine Analyse geschrieben von letztem Jahr unter der und bei uns im Blog auch, und habe gesagt, ich schwelge mal in Erinnerung. Das hier war letztes Jahr das Zünglein an der Waage, auch im September. Da ein Hoch, ein schönes Doppeltop, da genau in diesem Bereich. Da sind wir jetzt einmal ganz kurz drüber. Wir können hier sogar mit diesem Fehlausbruch und mit diesem Hoch hier vom März im Daily und das hier oben, kann das hier mit diesem Fehlausbruch oben drüber sogar eine schöne SKS werden. Wenn das wieder erwartend eine unschöne SKS wird, nur mal so am Rande, für die, die mir sagen, ich habe nicht alle Nadeln auf der Tanne, wo sie ja recht haben, fragt man meine Frau, die sieht das ähnlich. Frag mal meine Lehrer, meine Therapeuten. Ich frage den heute Nachmittag. So, und wenn wir nämlich diese Nummer hier sehen und das hier wirklich eine SKS wird, Schulter, Kopf, Schulter mit einem dicken, fetten Nacken, eine schöne Maya-SKS, sage ich immer, weil die Mayas, die haben keinen Nacken. Und wir landen hier drunter, unter der groben Richtung, unter der 11.200. Dann haben wir als Ziel Minimum ein nachlaufendes Tief, da, ein nachlaufendes Tief unter der 10.200 und wir gehen über in den zehnstelligen Bereich. Wir landen dann unten irgendwo bei 9.900. Ich weiß, der eine oder andere lacht, aber als wir letztes Jahr im September bei 12.426, ich vergesse das nie, wir haben ein Seminar gehabt, ich meine 24. September, und ich habe den Dienstag vor dem Seminar bei 12.426 geschortet. Da wurde ich ausgelacht. Im Seminar, den Montag früh, haben wir mit Dirk zusammen bei 12.412, 12.413 geschortet. Wir wurden sehr, sehr skeptisch betrachtet und auch Dirk war von der Marke nicht ganz überzeugt. Ich habe gesagt, leck mich, ich ziehe die Nummer durch. Und ich habe sie durchgezogen, nicht bis zur 10.200, ich habe nur bis zur 11.400 durchgehalten, aber das war auch unser Ziel. Wenn ich diese Geschichte jetzt hier sehe,
dann kann man dieses ganze Szenario hier komplett durch diese Konstellation ganz sauber da oben drüber langfristig absichern. Über der 12.500. Wir bekommen mit 80%iger Wahrscheinlichkeit keine Kurse mehr über 12.800. Das heißt, wer dieses Setup handeln will und von uns vielleicht auch begleitet werden will, jetzt mache ich mal ein bisschen Werbung. Ich hoffe, Nelson hat da nichts dagegen. Wer diese Nummer von uns begleitet werden möchte, haben wir im Moment, habe ich am Wochenende rausgeschmissen, kann bei den Paternostern mal reinschnuppern für das letzte Quartal. Nur für das letzte Quartal. Du wirst in dem Quartal nicht viel lernen, du wirst aber sehen, wie so eine Position begleitet werden. Zum Lernen langt ein Vierteljahr nicht. Wer da reinschnuppern möchte, der schickt uns bitte eine Mail, die Nelson euch ja nachher eine Nachfassmail bestimmt nochmal schreibt, an die hallo@forexpro-systeme.de und sagt, ihr wollt mal reinschnuppern bei uns. Dann könnt ihr für einen Einmalbeitrag von 250 €, könnt ihr für ein Vierteljahr bis Weihnachten könnt ihr Paternoster werden und diese Position eventuell mit uns zusammenhandeln, die ich dann bis dahin auch zu Ende gebracht haben möchte. Weil dieser Lauf hier war Weihnachten ebenfalls zu Ende. Wer das möchte, fairerweise, ich mache sogar das für solche Sachen. Ich eröffne hierfür ein separates Konto, handle solche mittelfristigen Dinge auf einem separaten Konto mit separaten Strategien, um mein Haupthandelskonto damit nicht zu belasten und auch vernünftig pyramidisieren zu können, vernünftig aufstocken zu können, ohne die Margin irgendwie von anderen Positionen belastet zu haben. Wenn ihr das tun wollt und wenn ihr ein bisschen Vertrauen zu unserer Arbeit habt, dann eröffnet einfach ein Konto bei FXNet. Den Link dazu findet ihr auf unserer Homepage. Mal gucken, finden wir die überhaupt? Auf unserer Homepage forexprosysteme.de. Dort ist der Link zur Kontoeröffnung zu finden. Da. Auch wenn wir hier gerade ein bisschen was umbauen. Ich habe auch mal einen Kurzfilm zusammengeschnitten für die, die uns noch nicht kennen. Die können ja mal ein bisschen gucken. Und hier sind unsere Partner. Und hier habt ihr den Link zur Kontoeröffnung. Dann eröffnet ganz schnell ein Konto. Die Jungs sind da im Support richtig fit. Na, Nelson heute noch nicht. Der musste ein bisschen zeitiger aufstehen. Ich glaube, der verflucht mich immer jeden zweiten Donnerstag oder so. Weil er morgens nämlich seinen Hintern sehr früh aus dem Bett heben muss. So wie andere Teilnehmer hier wahrscheinlich auch. Also für solche Geschichten, für so eine mittelfristigen Sachen einfach ein separates Konto eröffnen, eine separate Strategie dahinter legen und dann kann man so eine Nummer handeln. Und wenn ihr begleitet werden wollt bei dieser Position, dann könnt ihr euch als Paternoster, als Schnupperpaternoster bewerben. Dann kriegt ihr einen Zugang zu Slack. Slack ist unser Tool, wo wir die Updates, die wir schreiben, innerhalb von 45 Sekunden auf euer Smartphone transportieren, auch im vollen Text, nicht nur brummen, sagen, guck mal da, sondern kriegt den vollen Text dahin auch übertragen. So, ich hoffe, jetzt habe ich nicht übertrieben und Nelson nimmt mir die Werbung nicht übel. Wir werden uns damit auch verabschieden. Ich muss mich, wie gesagt, ich muss zum Therapeuten, muss mich ja für morgen vorbereiten. Ansonsten überstehe ich den Tag morgen nicht. Ich bin mit meinen Setups auch durch. Ich hoffe, ihr habt das einigermaßen verstanden, was ich machen will. Da läuft jetzt gerade die maximale Linie oben an. Das darf er auch. Und trotzdem ändert sich hier in den Setups nichts. Diese Linie darf er anlaufen. Selbst wenn er den Stop da oben holt, werde ich nicht weinen. Dann muss ich nur warten, bis er wieder hier runterläuft, um eine neue Chance zu geben. Und ansonsten sind wir hier beim Alten. Den Dow haben wir gestern bei 27.177 auf den Tick. Auf den Tick hat er die Nummer geholt. Den haben wir da geschortet ohne Take Profit. Der Stop im Dow geht Break Even.
Wenn wir hier unter der 26,89 landen, wenn wir hier drunter sind, da packe ich euch mal noch eine Linie rein, dann seht ihr es auch in der Aufzeichnung, wenn wir da drunter landen mit dem Schlusskurs, am besten sogar mit dem Schlusskurs im Stundenchart, da drunter landen, erst dann geht der Stop-Break-Even, solange bleibt der über 27,2 liegen. Diese Positionen sind klar, ihr, wie gesagt, er darf ja bis da hochlaufen und den DAX haben wir ebenfalls erklärt, wo wir dahin wollen, was wir da machen und damit sage ich erstmal danke. Ich hoffe, ihr konntet vielleicht ein bisschen was lernen. Vielleicht eine Frage, wird man sich auf der WOT begrüßen können? Also ich bin auf der WOT. Was soll FX Flat ohne uns auf der WOT? Dann wäre es doch viel zu ruhig am Stand. Ich werde da Freitag oder Samstag, weiß ich jetzt gar nicht genau, ich glaube am Samstagnachmittag sogar einen Vortrag halten. Also klugschnacken, das kann ich am besten. Und werde auch den Freitag und den Samstag dort irgendwie wo zu finden sein, wenn ihr uns da irgendwie treffen wollt oder irgendwas machen wollt, dann sagt einfach Bescheid und vielleicht kann man mit dem einen oder anderen auch einen Kaffee trinken. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen und ich konnte euch meine Ansichten ein bisschen näher bringen und es war hoffentlich auch einigermaßen verständlich. Wenn irgendwas nicht verständlich war, dann schickt mir die Fragen bitte per Mail. Dann versuche ich die in den einschlägigen Blogs noch weiter zu erläutern. Immer nach dem Motto, wenn es scheiße war, dann sagt es mir. Ich kann mit Kritik umgehen. Wenn es gut war, sagt es weiter. Dann haben wir die Hütte vielleicht das nächste Mal noch ein bisschen voller. Vielleicht ein paar Leute mehr. In diesem Sinne sage ich erstmal danke. Schön, dass ihr so zahlreich da gewesen seid und danke, dass ihr euren Hintern morgens aus dem Bett gehoben habt, um so einem Webinar zu folgen. Danke an Nelson, dass ich eure Zeit in Anspruch nehmen durfte. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Den einen oder anderen treffe ich ja morgen dann im Amaron Hotel beim Stereo Trader Day. Wer sich vergessen hat anzumelden, kann das noch nachholen. Geht heute noch. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag. Tschüss, tschüss. Moin, moin. Euer Thorsten Helbig. Ja, sehr schön. Vielen Dank, Thorsten. Und es ist kaum zu glauben, aber ich stehe tatsächlich sehr gerne früh auf, um mit dir das Webinar zu machen. Aber das hast du jetzt nicht gehört. So, ich wünsche allen Teilnehmern noch einen erfolgreichen Tag, einen schönen Tag. Würde mich natürlich auch freuen, den einen oder anderen morgen dann live in Köln zu sehen. Ansonsten, ja, passen Sie auf Ihre Positionen auf. Dann schönes Wochenende und sehr, sehr gerne bis zum nächsten Mal hier mit Thorsten morgens zum Live-Trading. Also vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.